Ja, das Was macht noch? auch echt Was Spaß. wissen wir noch über Malte? Malte ist am Essen interessiert. Am Essen, ja. Der isst viel. Ich esse. Naja, so viel esse ich gar nicht mehr. Doch. Früher habe ich viel gegessen, jetzt esse ich gar nicht mehr so viel. Wir haben uns früher immer zum Essen getroffen und da wurde so viel, unfassbar viel Essen verspeist. Ja. Aber das heißt, du beschäftigst dich auch super krass mit Ernährung. Ja. Und ich habe hier schon Fragen gelesen, bist du eigentlich auch vegan? Wie hart werde ich hier jetzt gecancelt, wenn ich sage, dass ich nicht vegan bin? Ich gehe lieber raus. Mach das mal ruhig. Mach das mal mit meiner Community alleine aus. Ich sage ab jetzt nichts mehr. Mal gucken. Ich kann ja einfach mal warten. Mal gucken, ob jetzt... Da kommt schon What. Robert guckt schon, als wenn er sich von mir verabschieden möchte. Wie kann das sein, dass der so ein T-Shirt trägt und nicht vegan ist? Das sofort canceln. Sofort den YouTube-Kanal runternehmen. Ja, das ist... Tschüss, geht gar nicht. Sagen hier schon alle. Pfui. Ja, das geht gar nicht. Aber irgendwie sind danach zwei Smileys mit Sonnenbrille. Oh je. Hat Malte auch ein Buch geschrieben? Ich habe 12 Veröffentlichungen. Ja, das sind aber... Das sind keine Bücher. Und ich bin nicht bei allen der Erstautor. Ja, aber deine Diplomarbeit ist gebunden und deine Doktorarbeit auch sind auch 2 Bücher quasi. Ja. So. Malte, Robert hat dich nicht gebrieft. Halt dich bitte ans Skript. Wir hatten das doch besprochen, dass du sagst, dass du vegan bist. Am Anfang so, ja, ich weiß. Aber es ist so, das kriegen die ja doch raus. Das kriegen die am Ende raus. Ja. So, aber du kannst, man kann ja mal zur Ernährung was sagen. Malte ist ein Wissenschaftler, der sich mit Muskelwachstum auseinandersetzt, der trainiert, der sich mit Ernährung schon, seitdem ich den kenne, beschäftigt. Ja, warum tatsächlich dann ja auch beruflich indirekt. Ne? Ich habe auch Vorlesungen über den Verdauungstrakt und die Funktionen gemacht, ne? In der Uni, also im Rahmen von Histologie-Kursen in dem Fall. Aber der rückt einen immer so auf die Pelle, weil er denkt, du siehst es da. Ach so, ja, okay. Ich denke, ich muss da hingucken. Ja, aber du bist ein Tierfreund, du bist ein Biologe, du weißt, was Fleisch, Milch und so weiter von bis macht. Warum dann nicht vegan? So, liebe Community, jetzt nehmt den auseinander. Warum ist das Video wird heißen, Malte Purat exposed, er lebt nicht vegan. Ich muss jetzt mal wirklich sagen, das ist wirklich die Wahrheit, dass er mir jetzt diese Frage stellt, war nicht abgesprochen. Ich muss jetzt wirklich mal kurz überlegen, wie ich darauf antworte, weil das war Du musst gar nichts dazu sagen, wenn du nicht willst. Nee, das ist... Max kann den Livestream sofort offline nehmen und dann kommt hier so Fahrstuhlmusik. ich würde vielleicht erst mal sagen... Du musst ja gar nicht sagen, warum. Ich könnte zum Beispiel erstmal sagen, wie ich mich ernähre überhaupt. Ja. So, ich ernähre mich bestimmt zu 70-80% plant-based im Bereich meiner Ernährung schon. Mhm. Esse aber sowohl Milchprodukte als auch Eier und relativ wenig, aber ich esse auch Fleisch. Ich versuche... wenn ich mal essen gehe, ist es dann manchmal auch das, was es da gibt. Ansonsten, wenn ich Sachen selber kaufe für meinen Kühlschrank, sind das Bioprodukte und ich weiß, dass jetzt, ich kenne auch dein Video über die Milchindustrie, ich weiß, dass das nicht automatisch heißt, dass die Tiere nur gestreichelt wurden und gar nicht gemerkt haben, wie man denen die Milch abgezapft hat, in jedem Fall. Aber ich habe für mich den Frieden damit geschlossen, dass ich mir sage, das ist für mich moralisch okay, auch wenn gelegentlich ein Tier für mich stirbt. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt aktuell vorhabe, das zu ändern. Gibt es dafür auch Gründe? Also du bist damit okay? Ja, ich bin, so wie ich das jetzt mache, bin ich damit okay, auch wenn ich kann nicht sagen, dass ich es okay finde, wenn ich einen Döner esse, sondern ich sage dann eher, dass ich diese moralische Schuld bewusst eingehe. Okay. So, ne? Ich sage nicht, dass das okay ist. Ich versuche mich vor mir selbst dann zu rechtfertigen, wenn man das so macht, indem ich mir denke, das ist immer schwierig, wenn man über sich selber, ich will jetzt auch keine konkreten Sachen sagen, aber ich würde behaupten, dass ich in meinem Leben genug Dinge zumindest mache mit anderen Menschen und für andere Menschen, die für mich persönlich heißt, dass ich mich netto auf einer moralisch positiven Bilanz sehen. Okay. So, das würde ich so sehen. Hast du probiert, vegan zu leben? Ja, ich habe ungefähr 6 Wochen
nicht ganz vegan gelebt. Mhm. Also vegan gelebt sowieso. Ich habe das ja inzwischen erst durch auch die Sachen, die ich von dir gesehen habe und die Sachen, die ich über dich gesehen habe, gesehen, was Veganismus alles ist. So gesehen habe ich nie vegan gelebt. Aber ich habe mich 6 Wochen fast ausschließlich plant-based ernährt. Auch das nicht 100%, aber fast ausschließlich, weil ich verschiedenste Sachen 6 Wochen lang ausprobiert habe. Auch 6 Wochen ketogen und sowas. Das hat auch einigermaßen funktioniert. In meinem Fall sind ein paar Blutwerte schlechter geworden, zum Beispiel C-reaktive Proteine, CRP-Wert, also das Entzündungswert. Und meine ansonsten immer sehr guten Eisenwerte waren noch im Referenzbereich, waren aber geringer. Und ich habe gemerkt, dass es für mich wirklich schwierig ist, darauf zu achten. Ich habe auch eine Sojaallergie, was es dann noch ein bisschen als Kraftsportler schwieriger macht. Ich sage nicht, dass es nicht möglich war. Nein. Ich hatte letztens habe ich von jemandem gehört, also eine Person, mit der ich, die vegan ist, mit der ich ab und zu schreibe, die mir auch diese Frage gestellt hat, dann hast du dich damit wahrscheinlich nicht genug auseinandergesetzt. Und das ist nicht ganz falsch wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich habe mich mit Ernährung sehr viel auseinandergesetzt und weiß sehr genau, welche Stoffe man braucht und wie man die kriegt. Aber ja, ich habe nicht, um jetzt zum Beispiel trotzdem noch genug pflanzliches Eisen zu bekommen, dafür gesorgt, dass man die Hülsenfrüchte so vorher wässert oder einweicht etc., dass das Eisen trotzdem gut ist. Ich weiß, es gäbe Möglichkeiten und ob jetzt nun Paul Unterleitner natural ist oder nicht, er ist anscheinend auch vegan. Offensichtlich kann man vegan viel größere Muskeln haben als ich. Das geht offensichtlich alles. Ne? Ja. Es war für mich tatsächlich ich habe für mich einen vorläufigen Kompromiss gefunden. Das heißt nicht, dass es ewig so bleiben muss. Und das Krasse ist, seht ihr jetzt, dass man, obwohl man bezüglich einer Ernährung oder einer Lebenseinstellung nicht der gleiche Meinung ist, dass man trotzdem befreundet sein kann? Das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste ich dich sofort canceln, aus meiner Freundschaft ausschließen und ich kann mit Menschen wie dir gar nicht mehr leben. Nee, und ich kann mit Menschen nicht leben, die ihre Form von Toleranz anderen aufdoktrinieren. Okay. Was ist, was... Oder von Moral, sagen wir es mal so. Ja, nicht ich versuche da immer sehr diplomatisch zu sein. Also das ist ja auch in deinem Fall definitiv so. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade nur bewusst die Antithese formuliert. Okay. Ne? Das ist hoffentlich allen klar. Nein, ja, das muss klar sein. Und was hältst du dann zum Beispiel von... Nehmen wir die militante Veganerin. Die ist momentan in aller Munde. Komm, das war ein bisschen witzig. So, nichts gegen Raffaella. Ihr wisst, ihr kennt meine Einstellung aus verschiedenen Videos zu ihr. Die ist zum Beispiel so krass, dass sie sagt, jeder, oder das ist das, was man über sie sagt, sie hat alle, die nicht vegan sind, aus ihrem Leben verbannt und ausgeschlossen. Wenn ich das machen würde, würde ich locker, ich würde vermuten, 2/3 meines Freundeskreises verlieren. Ja. Ne? Das will ich gar nicht. Und meine Eltern würde ich ausschließen und meine Schwester und viele andere Menschen auch, die mir total wichtig sind im Leben. Und ich finde, wenn ich die aber zumindest anpieke und zwicke, und Malte habe ich heute zum Beispiel zu einem veganen Mittagessen gezwungen. Ja. Mir geht es ganz schlecht. Der ist auch seitdem, hat er 2 Kilo verloren, ist ganz dünn geworden. Ich wollte gerade sagen, das ist nein. Aber wisst ihr, wenn man die Menschen in seinem Freundeskreis vielleicht so ein bisschen positiv beeinflusst, dann finde ich das besser, als zu sagen, fuck you, du bist brutal, du bist ein Arschloch, weil du Tiere tötest. Und fühlst du dich durch Menschen, wie zum Beispiel eine militante Veganerin oder andere aggressive Veganer, so ein bisschen unter Druck gesetzt und als du bist der schlechtere Mensch, ich bin viel geiler oder ich bin moralisch wertvoller als du. Siehst du das so? Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem. Du hast eh kein Problem. Kein Problem, weil ich, wie gesagt, ich bin mit mir selbst im Reinen und wenn ich das Gefühl habe, dass ich was ändern möchte, dann höre ich mir auch Argumente an und so weiter. Aber ich habe persönlich kein Problem damit, wenn eine, wer ist die Raffaella eigentlich weiter? Raffaella Raab. Wenn eine Frau Raffaella Raab oder Dr. Raffaella Raab. Ist sie Doktor? Man sagt, sie ist Doktor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie Medizin studiert. Ne? Ja. Wenn die so auftritt, wie sie auftritt, würde ich, ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht. Ich verstehe schon, dass Leute getriggert sind, wie der Charo oder sowas, als sie da war. Ne? Aber ich kann es aber persönlich gar nicht nachvollziehen, weil es, so wie sie das macht, und wenn man dann jetzt auch noch, das hatte er damals noch nicht gesehen, aber hinterher auch noch mal dieses Exposed-Video von ihr gesehen habe, das habe ich letztens bei Stay, da war eine Reaction drauf. Der ist egal, kommt der nicht auch aus Leipzig? Ist der aus Leipzig? Ich weiß es nicht, der wirkt auf eine Stay, wirkt auf mich. Ne? Ich finde ihn auch super, ich gucke mir ganz oft Sachen von ihm an. Und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, da der so ein auf ein Video, wo sie, ne, und da dachte ich, und das zeigt das für mich noch, dass wenn die Leute
wie in diesem Fall so übertrieben agieren und dann auch noch anscheinend mit zweierlei Maß messen selber, obwohl sie es anderen vorwerfen, so wie es da aussieht, könnte mich das gar nicht triggern. Also ihre Argumente, die sie bringt, die sind ja vielleicht sogar richtig, das weiß ich nicht mal. Ich kenne Argumente, die für Veganismus sprechen, aber ich kenne jetzt nicht mal von ihr persönlich die Argumente, weil das andere in der Außenwirkung einfach alles überschattet für jemanden, der nicht sowieso schon aus ihr. Ne? Und was in diesem Exposed-Video da kam, ne, dass sie irgendwie so mit diesem, was war das, Discord-Dings da, mit lauter Rechtsradikalen drin oder sowas. Das war irgendwie ganz komisch, wo sie da dann Mitglied ist und dann, wo es für mich ja aufhört, unabhängig davon. Wie gesagt, ich weiß, dass einige Veganer sagen, ich kann kein Tierfreund sein, wenn ich trotzdem Fleisch esse, selbst wenn ich der Meinung bin, dass... Das sehe ich anders. So, ne? Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Weil ich habe euch das an einem Beispiel schon mal erklärt. Ich höre das immer wieder von Veganern. Bist du kein Veganer, dann bist du auch kein Tierfreund, kein Tierschützer, kein Umweltschützer, bla 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 bla. Von bis. Ich kann diese Haltung verstehen, aber dann war dieser Veganer oder diese Veganerin noch nie mit einer Rhino Protection Unit im Dschungel unterwegs. Die Wilderer einsperren und jagen, die Sumatra-Nashörner töten wollen. Ja. So. Und neulich hat auch mal ein Veganer gesagt, ich dürfte nicht mit auf eine solche Expedition, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass dort veganes Essen... Ja, und dann kannst du das, was du Gutes tust, nicht machen. Nein. Und in diesem Fall bei ihr ist es jetzt halt so, dass ich mir denke, wenn man... Also es hört für mich auf, wenn man bei aller Tierliebe, hört es für mich auf, wenn man Holocaust-Vergleiche bringt. Schwierig, ja. Nee, das ist nicht schwierig. Das ist untragbar. Es ist das allerletzte irgendetwas. Ja. Egal, worum es geht, mit dem wahrscheinlich größten Verbrechen zu vergleichen, das zumindest in der, also wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin nicht so besonders geschichtsaffin, aber auf jeden Fall mit dem größten Verbrechen, das ich mir vorstellen kann und das sich die meisten Leute vorstellen können, denke ich, zu vergleichen. Ja. Und dann kann man nicht mal sagen, meiner Meinung nach, ja, man darf auch nicht die eine schlimme Sache mit der anderen schlimmen Sache vergleichen. Denn in meinen Augen ist so etwas wie ein Holocaust oder wie Kriege, bei denen unschuldige Menschen sterben, ist einfach so in meinen Augen schlimmer als Fleisch zu essen. Und wenn ich es so ausdrücke, klingt es geradezu absurd, oder? Aber wenn ich es, aber das ist ja genau der Punkt. Es ist für mich schlimmer. Und wenn diese Frau dann sich auf Demos hinstellt, wo betroffene Leute gegen den Krieg in der Ukraine irgendwie demonstrieren und dann die als Heuchler bezeichnet und als Heuchler beschimpft, so sah das da ja aus. Mhm. Oder solche Vergleiche anbringt, dann zeigt das für mich auch, dass da irgendetwas. Das ist etwas für mich was Soziopathisches. Ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist für mich, würde ja bedeuten, wenn man es auf eine Stufe setzt, man könnte sich nicht entscheiden, wer darf weiterleben, dieses Kind oder das Kalb. Mhm. Und wenn man sich das mal so sagt, wenn man da nicht weiß, dass man sich, wenn man einfach fragt, guck mal, da ist ein Kind, da ist ein Kalb, wer darf weiterleben, wenn man da nicht eine eindeutige Antwort in eine Richtung bringt, ist man in meinen Augen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Soziopath das richtige Wort ist, aber nicht ganz... Das ist halt so eine Sache. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Mhm. Und dann, ich kann aber auch verstehen, und das ist genau der Punkt, dass eine Raffaella oder auch andere Hardcore-Veganer sagen, jedes Leben ist auf jeden Fall gleich viel wert und warum ist dein Leben wertvoller als das dieses kleinen Schweines? Dann würde ich Raffaella fragen, warum ist denn das Leben von der Fliege mehr wert als das Leben von der Spinne, die sie anscheinend ab und zu tötet, weil sie Karnivor lebt. Und sie hat was gegen Karnivoren. Sie hat was gegen, und zwar Karnivoren, nicht etwa, wir reden, gucken uns ja nachher noch so ein Video an mit menschlichen Karnivoren, nicht etwa gegen menschliche Karnivoren, sondern gegen tierische Karnivoren, die gar keine andere Wahl haben. Uh-uh. Wir können uns auf verschiedenste Weise ernähren, aber wenn man sagt irgendwie hier, man hat man hält das Leben einer Robbe oder sowas für weniger wertvoll, weil das ein Karnivor ist, oder man dürfe auf keinen Fall aus dem Nest gefallenes Krähenbaby, glaube ich, aufziehen. War das, aufziehen, weil das ja kein vegan lebendes Tier ist. Und dann hinterher behauptet man, man sei gegen Speziesismus. Ist das irgendwie für mich rein? Das passt nicht nur, das ist vollkommen absurd. Und eine Sache, die an der Stelle wichtig ist, man darf niemals moralische und ethische Wertevorstellungen auf Tiere übertragen. Ja. Das haben die nicht. Ja. Also Tiere sind nicht ethisch und moralisch aus meiner Sicht.
Also das sind wir mit unserem Glauben. Ich dachte, Delfine sind Arschlöcher. Delfine sind das. Ausnahmslos sind Delfine sind Arschlöcher. Die sind moralisch verwerflich und die denken über ihre eigenen ethischen Wertevorstellungen nach. Aber wir dürfen Ethik und Moral auf Tiere, finde ich, so nicht anwenden. Also da immer wieder diese vermenschlichten Begriffe auf Tiere, damit habe ich durchaus auch Schwierigkeiten. Ja, Raffaella ist eine schwierige Frau, aber ich hab gesagt, ich verstehe, was sie tut, ich respektiere sie, ich finde es mutig, aber sie hat an manchen Stellen wirklich, ich möchte fast sagen, harten Rat ab. Also diese Sachen, die da gezeigt wurden, sind... Ja. Ich find das gar nicht mal so schlecht, wenn jemand für seine Sache, also wenn jemand, um seine Sache publik zu machen, etwas radikaler ist. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass es genauso radikale Veganer wie radikale andere Leute geben muss, um einige Leute vielleicht überhaupt erstmal auf irgendwas hinzuweisen. Ja, aber das Problem an Raffaella ist, dass sie alle Leute abstößt, also nicht alle, aber dass sie einen Großteil aus meiner Sicht der Leute abstößt und dann eher negativ für den Veganismus ist, weil alle sagen, auf die bescheuerte Alte habe ich überhaupt keinen Bock. Das haben wir ja bei dem Charo zum Beispiel in Reinkultur gesehen. Der hat dann einen Spieler hinterher gemacht, dass er meint, nee, ich lasse nicht meinen veganen Tag, aber am Anfang hat er auch gesagt, dann lasse ich jetzt meinen veganen Tag. Ja. Und wenn du das erzeugst, wenn du diese Abwehrhaltung erzeugst, wenn du, jetzt, ich habe mir das bei DSDS angeschaut, ne? Habt ihr vielleicht gesehen, Raffaella war bei DSDS, hast du das schon gesehen? Nee. Du guckst DSDS? Nein, ich habe mir diesen Clip angeguckt. Ich gucke nicht dummen Fernsehen. Aber da war Raffaella da, hat ihr veganes Lied vorgestellt und ich fand es ausnahmslos. Das ganze Setting könnt ihr euch auf YouTube angucken, fand ich extremst peinlich. Gruselig, schlimm, abartig von den anderen, nicht von Raffaella. Und das, deswegen müsst ihr es euch nochmal angucken. Ich habe es mir angeschaut und dachte, alles daran ist peinlich. Außer Raffaella. Und das ist dann wieder, konnte sie gut singen? Ja, sie kann singen. Also aus meiner Sicht kann die gut singen. Und ich fand dann wieder, ich bin so ambivalent. Ich verstehe sie, ich finde manches gut und dann wieder anderes denke ich, die hat bei allen vier Personen, die dort saßen, erzeugt, wir finden dich eigentlich scheiße und jetzt hau mal ab endlich. Komm, du hast gesagt, aber jetzt hau mal ab. Hat sie das erzeugt oder waren die von vornherein schon? Die waren von vornherein. Sie kam natürlich mit einem Shirt rein. Vegan, nicht vegan sein ist nicht okay. Und das Erste, was Pietro Lombardi sagt, ist, Dieter, ich hatte gerade zwei Schnitzel. Das zeigt aber nur, in welchem Niveau der Fernsehsparte wir uns bewegen. Ne? Ich lasse das jetzt mal so unkommentiert. Aber... Hat die mal gesagt, warum sie da überhaupt mitgemacht hat? Weil sie die Message verbreiten. Das ist doch ganz klar. Die ist ja nicht da, um zu singen oder zu gewinnen. Das ging nur um die Message und das finde ich krass. Also sich da dieser Geschichte auszusetzen und diesen vier Personen, die über dich urteilen, als ob du das letzte Arschloch bist. Ich fand, sie hat es gut gemacht und ich fand es wirklich peinlich und der D-Bell schreibt auch schon, Bullen war so cringe, das habe ich auch so empfunden. Der hat dann Veganismus mit Bäumen verglichen, dass die ja auch fühlen, dass er den Buchsbaum streichelt jeden Tag. Ich fand alles daran unangenehm, aber nicht Raffaella. Deswegen, ne, ich weiß ja, warum sie das macht. Sie macht das für die Tiere und das ist grundsätzlich nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist Holocaust, Nazi, Kuscheln, Selbstspeziesistin sein, alles auf einer anderen Ebene zu bewerten. Okay, naja, Veganismus. Das haben wir mal besprochen. Malte hat da, wie gesagt, eine andere Sicht als ich, was gar nicht so schlimm ist, denn wir sind trotzdem Freunde. Und ich finde, was das zeigt, ist, dass man, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist zu einem Thema oder vielleicht andere Ansichten hat, haben wir ja trotzdem über ein Großteil unserer Ideologie ist gleich. Wir finden beide Nazis scheiße. Wir sind beide Menschen, die sich für die Welt interessieren, die für Offenheit, Toleranz stehen. Wir sind beide an der Wissenschaft interessiert. Wir wollen beide in Zukunft friedlich auf diesem Planeten leben. Absolut friedrich. Unsere Überschneidung der Positivheit ist ja viel größer. Es geht jetzt auch gar nicht so sehr um die Interessen, aber wie du schon meinst, auch die moralischen Überschneidungen sind dann ja trotzdem. Die sind sehr gleich. Sehr und Malte groß. Ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein etwas moralischerer Typ als ich. Würde ich schon sagen. Also ich habe meine Prinzipien. Kann ich von mir selber jetzt schlecht reden, logischerweise. Ne? Nee, also du bist, nee, ich finde das schon so. Du bist ein, du achtest enorm, also der englische Begriff Integrität, der deutsche passt gar nicht so richtig. Du bist ein enorm integrer Typ. Dir ist das super wichtig. Dir ist bei einer Freundschaft ein Geben und Nehmen extrem wichtig. Gibt zum Beispiel einer nicht oder nimmt einer nur, ist der für dich gestorben?
Das ist richtig, ne? Also zumindest noch eine Weile. So, deswegen muss ich Malte regelmäßig Schutzgeld geben, damit er weiterhin mit mir befreundet. Aber dann bin ich auch super gerne mit ihm befreundet unter diesem Aspekt. Also das ist so, gar kein Problem, gar kein Problem. Nein, es ist wirklich, ne, ja, okay. Aber ihr seht schon, man kann, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem miteinander befreundet sein. Ihr müsst jetzt nicht alle eure, wenn ihr vegan werdet, alle eure Freundschaften kündigen. Das finde ich Quark. So,